Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen maschinenwunderhaften Folge Dishonored 2. Das Vermächtnis der Maske. Man kann ja zwischen Connor, ich meine Corvo und Emily Coldfin entscheiden. Bin noch am Überlegen, ob ich beide spielen werde. Also einmal Corvo, Atano und dann einmal nochmal mit Emily Coldfin. Heißt wahrscheinlich, wird das ein etwas längeres Let's Play auf dem Kanal. Ja, Mann. Ich bin aber am Überlegen, ob ich das überhaupt machen will, weil ich finde auch, man könnte auch nur beide machen. Fällt leicht auf, beide haben ja unterschiedliche Fähigkeiten. Ich glaube, er ist hier. Verstecken Sie sich. Ich brauche 8 neue Messer, kurze Klingen, das gute Zeug, Morley-Stahl. Ich weiß, was du meinst. Ach ja, letztes Mal hast du mir nämlich irgendeinen Hinterhofmüll gegeben, der sofort stumpf wurde und an Gartenrüstung zerbrochen ist. Da hat man mich auch verarscht. Aber ich mach's wieder gut, Paolo. Ein Rabatt von 10%? 30, weil ich dich mag. Bis nächste Woche. Das war deine Chance. Das dauert nicht. Seid zu sterben. Die Maske hebe ich hier für meine Sammlung. Nein, kein Heulerblut mehr. Für wen arbeitest du? Versteck, was ist passiert? Sie scheinen eine... Kommen Sie rein. Ach, ich habe da vielleicht, wonach Sie gefragt haben. Ich habe keinen Bock, nochmal durch meine eigenen Ratten zu sterben. Ich brauche 8 neue Messer, kurze Klingen, das gute Zeug, Morley-Stahl. Ich weiß, was du meinst. Ach ja. Letztes Mal hast du mir nämlich irgendeinen Hinterhofmüll gegeben, der sofort stumpf wurde und an Gartenrüstung zerbrochen ist. Da hat man mich auch verarscht. Aber ich mach's wieder gut, Paolo. Ein Rabatt von 10%? 30, weil ich dich mag. Bis nächste Woche. Das ist fair.
Das lief nicht sauber und... Brauchen. Gut, gut. Eigenartige Zeiten. Aufseher im Staubbezirk, eine Hexenkaiserin und mechanische Soldaten, die Adelige beschützen. Alles schlecht fürs Geschäft. Wenn ich mich durchsetze, ist Kanaka in einem Jahr ganz anders. Hast du Corona? Ihnen scheidest. Vielen Dank dafür. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. In letzter Zeit haben hier immer wieder Leute nach Walöl gesucht. Die hatten was vor. Was? Passen Sie auf. Die Garde mag Fremde überhaupt nicht. Oh. Ich mag die nicht. Sind wir schon eins. Ach ja, stimmt ja. Sind die alle zu mir gekommen? Ja, das ist das, was ich immer beim Händler kriege. Okay, hier sind wieder Notizen. Sieh da, ich brauche Ihre Hilfe. Ich wette, hier finden wir Geld. Was ist hier los? Ich hau dich in Stücke. Ich schneide dich in Stücke. Also, what the fuck? Du und ich. Meine. Meine Ratten mögen keine Besucher. Geht mal. Vielleicht auch mal gucken, was ihr mit denen getan habt. Der Arme, auch wenn ich die nicht mag. Tut mir trotzdem ein bisschen leid. Ständig von meinen Ratten gefressen.
waren das für Pfeile, Alter? Wie weit ist der Typ geflogen? Den gehen wir mal ab die Post. Ab auf die andere Seite. Ab zum mechanischen Haus. Jetzt wird's kacke. Jinders Anwesen von hier. Das Tor ist unten, ich brauch den Code. Ach nee, sind ja echt überall diese Soldaten. Sorry, ich muss mal kurz mich erstmal hinsetzen. Und falls man fragt, nein, ich stand nicht. Dankeschön. Komme ich denn da rein? Da war doch... Wo? Ich helfe dir beim Suchen. Der dich verrückt. Also verrückt bist du nicht, du bist einfach nur absolut zurückgeblieben. Hier findet noch einer. Hier ist noch eine Zeitschrift. Natürlich, aber da, falls man fragt, das Spiel hat echt eigentlich eine hohe Erwartung. Gib mir ein paar mechanische, dann räume ich schon auf und staub das Zeug. Ich weiß nicht, das waren die Cowboys besser. Das ist halt der Seuche. Das sollten die Leute noch gerade. Andere Zeiten. Ist der auf dem Pott? Nach dem Herzog hatten wir in einem Jahr eine Armee aus mechanischen Soldaten. Oh Gott. Kann das sein, dass das nicht so laut war? Das muss doch mega laut gewesen sein.
Da ist das Anwesen. Ey, du, da lebst du noch? Ich wollte mal sagen, ist nichts passiert. Okay, was war das? Okay, was ist? Notizen. Nein. Der Freiraum, Maschine zum Deck. Nein. 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 Egal, wo habe ich die Notiz? Liebte Ärztin ermordet. Das war doch eine Notiz, die ich eingesammelt habe, ne? Und sonst muss ich das wirklich auf harte, niveauvolle Scheiße machen, ne? Alles reparieren, was in Antons Kabine bei einer Entführung zu Buch stand. Tür zum Lagerfeuerräumen scheint was ungewiss. Maschinenraum trockenlegen. Grundlagen des mechanischen. Mann, ey. Aus einem Aufstehenden. Versteckst du dich? Keine Ahnung, wo versteckst du dich? Ich nicht mehr umwendet den Kopf. Oh, er hat mich. Fliehen ist zwecklos. Du und ich. Bin verletzt. Hau doch nicht ab.
Digga, sind das nervige Scheißviecher. Versuchen. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Alter, du willst mich doch verarschen. Und wir entscheiden uns natürlich für den gefährlichen Scheißweg ohne Passwort. Natürlich, natürlich. Natürliche Art und Weise, wie man an ein Quartier einbricht. Ich kenne Leute wie Jindosh. Tritt das Maschinenhaus. Jetzt wird's schlimm. Ich kenne das Spiel, es wird schlimm. Anton Sokolov wird im Anwesen von Kirin Jindosh gefangen gehalten. Kirin Jindosh und seine Maschinen, Alter, ich hasse ihn. Ich hasse dieses Kapitel. Ich hab dieses Maschinenhaus so satt gehabt. Sorry. Ich weiß, was ich sage. Ich habe diesen, sagen wir mal, Hauptgeneral oder maschinischen Typen so gehasst. Es wird Zeit für ihre Taten zu bezahlen. Und vielleicht finde ich Sokolov. Habe ich das jetzt eigentlich als Audio oder wie? Oder? Warum Worte benutzen, wenn ich genügend Waffen habe? Der Typ liebt aber Kunst, muss ich zugeben. Wer würde so etwas bauen? Und warum? Was ist das? Ah, jemand hat einen der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindosh. Scheiße. Mein Haus steht immer offen. Ich will wissen, wie ein normaler Mensch diese sich verschiebenden Räume überwindet. Ich bin Kirin Jindosh, aber das wissen Sie sicher. Machen Sie weiter, Fremde. Gehen Sie die Treppe hoch. Wir treffen uns in der oberen Halle. Ist er böse? Greift er mich an? Soldaten. Jetzt fange ich an zu verstehen.
ich sie sehe, weiß ich, wer sie sind. Kein bezahlter Mörder, dafür sind sie zu gut angezogen. Ein adliger Draufgänger, schon eher. Sie wurden am Schwert ausgebildet, formal, aber sie sind kein Fechtkünstler. Einen Teil haben sie auf der Straße gelernt. Zudem hat meines Wissens nach nur ein Mann je diese Maske getragen. Willkommen, kaiserlicher Schutzherr. Sie scheinen sich selbst sehr zu gefallen. Und warum bin ich hier? Meine Beziehungen zum Herzog haben Sie wohl zu mir geführt. Oder Sie suchen den gescheiterten Anton Sokolov, der es sich im Vorführraum bequem gemacht hat. Kommen Sie nur und nehmen Sie sich, was Sie suchen. Doch sollten Sie versagen, werde ich Sie in meinem Labor sezieren und untersuchen. Bis dahin ist Ihr Geheimnis bei mir sicher. Dann bis gleich, Jindosh. Bis dahin. Von der anderen Seite verschlossen. Mechanische, in meinem Haus ist ein Eindringling. Vor Ihnen sehen Sie eine Erfindung, die meine Zeit überdauern wird. Jindoshs mechanischer Soldat. Bewundern Sie das verstärkte Metallskelett. Scheiße. Da bist du wieder nach oben! Ich will dich nach oben! Mann! Lass mich! Oh Gott! Das wäre jemand im Haus. Sollen wir das Federwerk wecken? Nee, ciao!